ich fass es einfach nicht. Freddy benimmt sich mal wieder daneben. Was ist denn nur passiert? Ich habe so ein lautes Brummen gehört. Nicht nur du. Freddy hat die Tiere mit seinem Maschinchen total erschreckt. Oh nein. Hoffentlich ist nichts passiert. Mutti sagt, eins der kleinen Kätzchen ist vor lauter Angst abgehauen. Das ist ja furchtbar. Kann ich was tun? Frag sie bitte mal. Wir müssen jetzt leider gleich in den Stall. Dieser Freddy ist ja ein guter Junge, aber manchmal denkt er einfach nicht nach. Wissen Sie denn, wo das kleine Kätzchen stecken könnte? Gute Frage. Aber wir haben es damals an der alten Mühle gefunden. Ich kann gerne mal nachsehen. Wie komme ich denn dahin? Oh, ganz einfach. Nimm am besten die Reitstrecke zur alten Mühle. Ich mache mich gleich auf den Weg. Wie lieb von dir. Ich komme mit. Ich kenne mich an der Mühle gut aus. Martin, da oben sitzt das Kätzchen, aber ich komme nicht heran. Ohne Leiter werden wir es wohl nicht retten können. Geh schnell zu Bibi und hol mit ihr eine Leiter. Ich passe so lange hier auf. Ich reite direkt zurück. Und? Hast du das arme Kätzchen gefunden? Ja, es sitzt auf dem Dach der alten Mühle. Haben wir irgendwo eine Leiter? Ich denke, die können wir zu zweit nicht transportieren. Am besten du fragst Freddy, ob er uns helfen kann. Ist gut, ich reite gleich los. Hey! Bereit für ein kleines Quiz?
Jetzt kannst du die Sache mit dem Lärm wieder gut machen, Freddy. Wie meinst du das? Das arme Kätzchen, das du verschreckt hast, sitzt auf einem Dach fest. Hast du eine Leiter, mit der wir es retten können? Oh, das wollte ich natürlich nicht. Wo sitzt es denn fest? Auf dem Dach der alten Mühle. Es miaut ganz kläglich. Keine Sorge. Rettung ist schon unterwegs. Wir treffen uns dort. Das nenne ich mal Teamwork. Danke für deine Hilfe. Und vielleicht bist du... Beim nächsten Mal einfach nicht so laut. Ich weiß, ich weiß. Wow, klasse! Du hast unser Kätzchen gerettet. Und das kurz vor dem Gewitter. Das habe ich doch gern gemacht. Umso schöner. Hoffen wir nur, dass Freddy endlich mal dazu lernt. Aber jetzt geben wir der Kleinen hier erstmal ein Schälchen Katzenmilch. Kannst du dich noch um ein weiteres Pferd kümmern, ehe das Gewitter kommt? Wirklich? Noch ein Pferd? Aber super gerne doch. Hast du auch schon genug Hufeisen für ein weiteres Pferd gesammelt? Wenn nicht, spiel doch ein Quiz und übe dich weiter im Ausreiten. Alles klar. Bis später.